Wenn wir ein hohes Alter erreichen sollten, werden wir auf bedeutende Momente in unserem Leben zurückblicken können. Momente der Freude und des Glücks, des Erfolgs und der Erleichterung. Aber auch Momente der Trauer und des Schmerzes, der Niederlage und der Erschwernis. All diese Momente sind unvergesslich, sie prägen uns, denn in ihnen liegen Lehren und Kraft für die Zukunft. Allah subhanahu wa ta'ala fordert von uns, in all diesen Lebenslagen, auch bei schweren Schicksalsschlägen, die Hoffnung in ihn nicht zu verlieren und am Islam festzuhalten. Das ist leichter gesagt als getan, denn es braucht einen starken Iman, um trotz schwerer Ereignisse die islamische Botschaft weiterzutragen. Auch die ersten Jahre der Prophetenschaft Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren nicht einfach. In Mekka hat er viele Turbulenzen erlebt. Feindschaften, Boykotte und Propaganda musste sich unser Prophet a.s. gefallen lassen. Doch was sich im 10. Jahr seiner Gesandtschaft ereignet hat, sollte den weiteren Verlauf seines Lebens entscheidend ändern. Wir sprechen über ein Jahr in seinem Leben, welches später in die Geschichte eingehen sollte als das Jahr der Trauer. In den ersten 9 Jahren der islamischen Botschaft konnte sich Muhammad sallallahu alaihi wasallam behaupten, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihm einen wirksamen Schutz gewährt. Es war sein Onkel Abu Talib, der Stammesführer der Banu Hashim. Obwohl die mekkanischen Führer immer wieder immensen Druck auf ihn aufgebaut haben und ihn aufforderten, die Aktivitäten Muhammads nicht mehr zu verteidigen, hielt Abu Talib an seinem Neffen fest, auch wenn er selbst den Islam nicht annahm. Doch in diesem Jahr wurde sein treuer Onkel von einer Krankheit heimgesucht, die das Ende seines Lebens ankündigen sollte. Das schmerzte den Gesandten sallallahu alaihi wasallam sehr, denn wir müssen verstehen, Abu Talib war für den Propheten nicht nur ein Onkel. Er bedeutete ihm viel mehr. Schließlich wuchs Muhammad sallallahu alaihi wasallam seit seinem 6. Lebensjahr ohne Mutter und ohne Vater auf. Und nach dem Tod seines Großvaters war es Abu Talib, der den jungen Muhammad zu sich nahm. Er war für ihn wie ein Vater. Als der Gesandte vom Zustand seines Onkels hörte, wollte er ihn unbedingt sehen. Der Prophet ahnte, dass die Zeit des Abschieds gekommen ist. Vor allem war es die letzte Chance, sein Herz endlich für den Islam zu gewinnen. Als nun Abu Talib auf seinem Sterbebett lag und seine letzten Atemzüge nahm, betrat der Prophet den Raum, wo er ebenfalls Abu Jahl und Abdullah bin Abi Umayyad antraf. Er, sallallahu alaihi wasallam, sprach zu seinem Onkel: Mein Onkel, bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich werde vor Allah für dich bezeugen. Doch Abu Jahl und Abdullah bin Abi Umayyah redeten ihm ein: Abu Talib, würdest du dich wirklich vom Din Abdul Muttalibs abwenden? Immer wieder, wenn der Gesandte ihn zur Shahada aufforderte, forderten die beiden Männer das Gegenteil von Abu Talib. Schließlich gab Abu Talib seine finale Entscheidung bekannt. Wäre es nicht so, dass die Quraysh mich in Unehre ziehen würden, indem sie behaupten, dass ich nur aus Unruhe bezeugt habe, so hätte ich bezeugt. Daraufhin offenbarte Allah subhanahu wa ta'ala: Du kannst gewiss nicht rechtleiten, wen du willst, aber es ist Allah, der rechtleitet, wen er will. Voller Schmerz war der Gesandte über seinen Onkel, der ihm sein Leben lang geholfen hat, aber am Ende doch am Götzendienst festhielt. Doch es war nicht nur der Schmerz über den Verlust seines Onkels, nein, denn nun war Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Angriffen der Quraysh schutzlos ausgeliefert. Doch in dieser Zeit der Trauer über den Verlust Abu Talibs sollte der Gesandte einen weiteren schweren Verlust erleiden. Nur wenige Wochen später war es Khadija radiallahu anha, seine langjährige Ehefrau und Mutter der Gläubigen, die im Alter von 65 Jahren starb. 25 Jahre war der Gesandte Allahs mit ihr verheiratet. Sie war die allererste Person, die dem Gesandten Glauben schenkte, und sie war es, die ihm während der gesamten Zeit die volle Unterstützung gab. Als Muslima und als Ehefrau, als Mutter seiner Kinder und als Beraterin. Aber auch sie war nun nicht mehr bei ihm. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam pflegte über sie zu sagen: Sie hat an mich geglaubt, als es sonst noch niemand tat. Sie nahm den Islam an, als andere mich noch ablehnten.
Sie half mir und tröstete mich, als niemand da war, um mir eine helfende Hand zu reichen. Und ich bekam Kinder von ihr. Vor allem mit dem Verlust Abu Talibs verschlimmerte sich die Situation der Muslime in Mekka. Die Lage wurde immer brenzliger. Die Mekkaner nutzten die Hilflosigkeit Muhammad sallallahu alaihi wasallam aus, um ihre Unterdrückung und Angriffe zu verstärken. Einmal stoppte ein unverschämter Mann den Gesandten sallallahu alaihi wasallam und warf Sand auf seinen Kopf. Als er zu Hause ankam und seine Tochter ihn erblickte, mit dem Sand beschmutzt, weinte sie und reinigte ihren Vater. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Weine nicht, meine Tochter. Allah wird deinen Vater wahrlich beschützen. Zu dieser Zeit war der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Quraysh schutzlos ausgeliefert. Weder hatte er eine Armee, noch einen Herrscher, der ihn beschützen konnte. Der Gesandte machte sich Gedanken darüber, wie es weitergehen soll. Er stellte sich die Frage, ob vielleicht ein anderer Ort als Mekka für den Aufruf zum Islam in Frage kommt. Seine Überlegungen brachten ihn auf Taif, eine Ortschaft, die 2 bis 3 Tagesmärsche von Mekka entfernt liegt. Auf der gesamten arabischen Halbinsel war Taif, der vom Stamm der Banu Thaqif bewohnt wurde, bekannt für seine fruchtbaren Böden und angenehmes Klima. Dieser Ort war nun die neue Hoffnung für den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, der von seiner Heimat Mekka bekämpft wurde und sowohl seinen Onkel Abu Talib als auch seine Frau Khadija radiallahu anha verloren hat. Findet er in Taif endlich einen Ausweg aus dieser Misere? Wartet vielleicht dort der Durchbruch für den Islam? So machte sich der Gesandte sallallahu alaihi wasallam auf den Weg nach Taif. Sein Adoptivsohn Zaid begleitete ihn und sie gingen zu Fuß los und nicht etwa reitend, damit die Mekkaner keinen Verdacht schöpfen konnten und ihn von seinem Vorhaben stoppen würden. Nach einem langen Fußmarsch angekommen, begab sich Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu den 3 Anführern von Banu Thaqif, zu den Brüdern Habib, Mas'ud und Abd Yalayl. Muhammad erklärte ihnen den Islam und rief sie zum Weg der Wahrheit, doch die Brüder reagierten extrem zurückweisend. Mehr noch, sie verhielten sich respektlos gegenüber dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Sie schickten ihre Kinder und Sklaven, um Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Steinen zu bewerfen. Sie beleidigten ihn und verletzten ihn so schwer, dass seine Füße zu bluten begannen. Seine Schuhe wurden blutbefleckt und sein reines Blut floss auf den Boden von Taif. Blutüberströmt floh er in einen Garten, wo er Unterschlupf fand. Nach all dem, was passiert war, erschien die Situation ausweglos. Wie würde der Gesandte sallallahu alaihi wasallam reagieren? Der Prophet sprach: O Allah, zu dir klage ich über die Schwächung meiner Kräfte, über meine wenigen Möglichkeiten, über die Art, wie die Menschen mich demütigen. O Barmherziger der Barmherzigen, du bist der Herr der Schwachen und du bist mein Herr. Wem willst du mich anvertrauen? Einen fernen Fremden, der mir ein abweisendes Gesicht zeigen wird, oder einem Feind, dem du die Kontrolle über meine Lage gegeben hast? Wenn du nicht zornig auf mich bist, macht es mir nichts aus, obwohl die Sicherheit durch dich mir leichter fällt. Ich suche Zuflucht bei dem Licht deines Angesichts, das Licht in die Finsternis bringt und mit dem die Angelegenheiten der Welt und des Jenseits in Ordnung gebracht werden. Vor deinem Zorn, der auf mich fällt, oder vor deinem Unmut, der mir widerfährt. Ich werde nach deinem Wohlgefallen trachten, bis du mit mir zufrieden bist. Und es gibt weder Macht noch Kraft außer mit dir. Was für gewaltige Worte des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Sein größter Wunsch war in dieser Lage nicht etwa eine Erleichterung seiner Situation, sondern vielmehr die Zufriedenheit Allahs mit ihm. Es gibt weder Haul noch Kraft außer bei Allah. Hier wird das arabische Wort Haul oft mit Macht übersetzt. Jedoch bedeutet es genauer der Wandel von einem Zustand zu einem anderen. Es ist nicht möglich, dass ein Zustand der Bedrängnis in einen Zustand der Erleichterung wechselt, außer mit Allahs Hilfe. Später entschied Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach Mekka zurückzukehren. Zaid fragte ihn: Wie kannst du zu den Quraysh zurückkehren, wo sie dich doch gezwungen haben, woanders Hilfe zu suchen? Der Gesandte antwortete: O Zaid, wahrlich Allah wird uns Erleichterung verschaffen und einen Ausweg aus dieser Lage. Und wahrlich, Allah wird seinen Dien unterstützen
und seinem Propheten den Sieg gewähren. Wenn du heute ein Muslim bist, dann erinnere dich, dass es dieser Mensch war, der alles erleiden musste und trotzdem weitergemacht hat. Trotzdem am Seile Allahs festgehalten hat, damit wir alle rechtgeleitet werden konnten. Sein bedingungsloses Festhalten an Allah subhanahu wa ta'ala sollte sich auszahlen, denn sein Herr hat ihm schon bald ein Geschenk bereitet, welches unvergleichlich ist. Die erstaunliche Nacht- und Himmelsreise, bei der Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu den sieben Himmeln und zu Allah direkt emporgestiegen ist. Ein unfassbares Erlebnis im Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und auch wenn die Unterstützung in Taif ausblieb, so bereitete Allah subhanahu wa ta'ala seinem Gesandten eine Unterstützung aus einem anderen Ort vor. Eine Unterstützung, welche der Menschheitsgeschichte eine entscheidende Wendung geben sollte.